So ihr Lieben, let's go. Ich habe gerade das Quali versemmelt, habe ein paar Settings falsch eingestellt und deswegen geht's jetzt in The Last of First auf ein gutes. Green Flag, Green Flag. Car on. Clear. Right side. Clear on the right. Right side. Still there. Stay on the left. Clear. Right side. Still there. Hold your line. Clear. Um 19 auf 9. In einer Runde nicht schlecht. Ja, der Führende ist halt super schwer einzuholen. Ziel ist das Podium. Der fährt auf harten. Keep to the left. Clear. Keep it up. Doing a really good job. Right side, clear. Left side. Still there, hold your line. Clear on the left. Thank you.
Still there, hold your line. Still there. Bro, der wäre mich fast von der Strecke gefahren. Car right, clear on the right. You got the course, you gotta slow down and give up that time. Left side. Clear. P3, weiter.
Ihr Trial ist für den 24. Merci, mein Lieber. Moin Dave, moin Chat. Box the Slab, Box, Box, Box. Ach, Markus, alles gut. Muss pushen. Wir können das gewinnen. Wir müssen es gewinnen. Und Stepan auf vorne. Hey Jenny, Ehre für den 21. Schatzi, was geht? Sieh mal einer an, wer sich da wieder in iRacing rumtummelt. Ja, was geht, Digi? Richte deinem Mate schöne Grüße aus, ne? Für den Titel. Hat er stark gemacht die Saison über. Absolut. Wie geht's dir, mein Lieber? So eine Sekunde etwa zu den beiden vor mir. Alles gut, Leute. Wir kommen mit dem Roten ganz gut durch. Habt ihr meine Erfahrung schon gemacht. Ach, moin Linus. Theoretisch darf man komplett durchfahren. Du musst nicht verschiedene Reifenmischungen nutzen, deswegen fahren auch einige Hard oder Medium und werden wahrscheinlich auch durchfahren. Mein Plan ist jedoch, Soft-Soft zu fahren. Acht.
dann war der Plan 14, dann 15 Runden, korrekt. Auch weil das Auto dann leichter wird und weniger Abrieb hat. Also die Reifen. Podium ist drin. Rubens an der Box. Kennt einer das Delta, was man hier an der Box verliert? Wichtig. F1-Werte kann man nicht nehmen, weil du hier 20 km/h schneller an der Box fahren darfst. Circa 20 Sekunden. Danke, Linus. Chat wieder mal on point. Also in-game. Ich bräuchte jetzt auch nochmal eine hochgerechnete 29er. Nicht gut. Okay, give it a final push, Dave. Box the slap, box the slap. So, P11. Oh, Reifen sieht noch sehr gut aus. Also den habe ich sehr gut gepflegt. Da muss ich mir jetzt gar keine Gedanken machen. Ich kann komplett pushen.
left side. Clear. Nice one. Weiter. Oh, no. Car right. Clear on the right. Left side. Stay on the right. Clear on the left. Nice one. Das war ein schönes Manöver. Da wäre ich schon fast in Luffield komplett vorbei gewesen, ey. So. P8, zur Spitze hole ich immer noch ein bisschen auf. Zu AP3 hole ich richtig halt auf, ne? Also P3 abwärts ist sehr viel langsamer Grad.
DRS gibt's auch, ja, den realen Regeln entsprechend. So, Box für den Fahrer vor mir. Der Typ vor mir ist jetzt der neue Fahrer vor mir. So, weiter. 3 Sekunden. Ich habe 2 Sekunden aufgeholt zu dem übernächsten Auto. Absolute Bestzeit. Ehrenmann. Er weiß, wann zu kämpfen ist und wann man verloren hat. Green Bay Ehre für den 15. Monat. Fahrer vor mir struggle mit den Reifen. Traumhaft. Das war wunderschön. Rudi hatte keine Ahnung, wo er hingeht. Das hat ein übles Missverständnis sein können. Warum haben die alle so Angst, Zeit bei seinen Kopf zu fahren? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Muss ja nicht immer böse ausgehen, kann ja auch echt gut funktionieren, wenn beide Platz lassen. Oh, Hamburg hat einen Fehler gemacht. Stay focused, das könnte sogar P2 noch werden.
Ja, der Führende fährt aber super Rundenzeiten, also dafür, dass er auf hart ist, sehr, 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 sehr schnell gerade. Der Fahrer vor mir ist der, der auf dem Podium jetzt gerade noch chillt. Na, nicht gut. Ich kann nicht mehr zurück von Attack. Habe ich so oft gewechselt. Okay, 1-7. Oh, mir fährt ganz gute Runden. Hat sich vielleicht ein bisschen Reifen für das Finale jetzt gespart. Ich muss auf jeden Fall auf die Reifen aufpassen, damit ich hier in den letzten 5 Runden keine Probleme bekomme. Ein bisschen Ressourcen verwalten und dann angreifen. Alpha Yaro, danke für den Prime Sub den 4. Merci, mein Lieber.
Dave is quick. Und Taro, vielen, vielen Dank für den Sub. Das sind wir lieber. White flag, stay on the right, clear on the left. Der fährt mir in die Kiste. Mein Fehler. Still there, hold your line. Still there. Clear on the right. To the right.
have about one lap of fuel left. Clear on the left. Right side. Still there. Clear on the right. Left side. Clear on the left. GG, starkes Duell. Boah, das war ein gutes Duell, Alter. Alter, geil. Hatte ich DRS oder was? Oder zwei grüne LEDs auf was anderes bezogen? Hatte, oder redet ihr allgemein über das DRS? Oh. Das hat Laune gemacht, ey. Okay. 26%, ja. Boah, ja. Ärgerlich natürlich, dass ich das dann nicht geschafft habe, aber ja, schönes Duell, hat Spaß gemacht. Ich hätte mit dem Überholen natürlich warten können, aber ich wollte halt einfach pushen. Ich dachte, ey, ab jetzt musst du einfach flat out durch und ja. Warum nicht? Ich meine, es geht ja nicht unbedingt immer ums Gewinnen, sondern manchmal auch einfach ums Kämpfen und hier wollte ich einfach so viel kämpfen, wie es geht. Und ich dachte, dass ich das Auto dann nochmal vorne behalte, aber falsch gedacht. Ja, sehr, sehr stark von Manon. Ja, 3/10 am Ende vorne. Und war ein schönes Duell, also hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Auch wenn ich am Ende, also ich muss sagen, gut, last to P4. Also das ist auf jeden Fall krass. Also vom letzten Platz auf P4 nach vorne, das ist schon mal sehr, sehr stark. Ja, aber ansonsten, klar, Podium hätte es vielleicht sein können, aber ich glaube, die No-Stop-Strategie könnte halt dann nochmal schneller sein, beziehungsweise hatte ich halt super viel Verkehr. Vielleicht ist es schneller dann, wenn du quasi am Anfang diese ganze Zeit nicht verlierst, dann trotzdem Boxenstopp zu machen. I don't know, Stepanov auf jeden Fall guten Job gemacht. Das war geil.